Ich habe diesmal nie so viel gesprochen, möchte dich fragen, was ist dir lieber, wenn ich sehr viel erkläre oder wenn du einfach mir zuschaust und das alles, was ich mache, selbsterklärend ist. Schreibe mir gerne einen Kommentar, ich freue mich drauf. Jetzt folge ich den Formen, die durch Aufkleben der Folie und des Packpapiers entstanden sind. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich denn jetzt weitermachen werde. Also jetzt erstmal entstehen einfach nur die Formen, die ich da sehe. Okay, es sind also Häuser, ich sehe das jetzt und jetzt ist dieser innere Gedanke da, dass es Häuser sind und den Gedanken folge ich jetzt auch. Allerdings sind sie ziemlich unordentlich da platziert, also es bringt mich auf den Gedanken, dass das ein Erdbeben darstellt. Als ich diese Häuser gemalt habe, habe ich mich gefragt, warum mir das gerade kam und habe mich an ein Gespräch erinnert, das ich mit meiner Teilnehmerin geführt habe. Ich habe mehrere Frauen in meinem Kurs, die aus der Türkei kommen. Die sind zwar nicht unmittelbar betroffen von dem Erdbeben, aber dieses Leid ist ein sehr großes Leid, ein nationales Leid und das Gespräch hat mich sehr emotional mitgenommen und ich glaube, etwas war in mir, was raus musste. Und wo ich darauf hinaus möchte, ist, wenn du intuitiv malst, dann ist das immer heilend. Die Themen, die du in dir trägst, die irgendwo im Unterbewussten hängen bleiben und auch wieder dich auf eine bestimmte Weise beeinflussen, deine Energie binden, deine Lebensenergie, dann ist es immer gut, wenn du intuitiv malst und diese Blockaden lösen kannst und wieder in deine Kraft kommst. Das ist immer heilend. Dieses Bild ist also eine Erinnerung, dass das Leben sehr kostbar ist und wir das jeden Moment genießen sollen. Probiere das gerne aus. Du malst erstmal mit trockener Kreide und dann bin ich hier zum Beispiel mit einem Schwämmchen drüber gegangen über trockene Kreide und die Kreide hat sich dann über oder durch diese Feuchtigkeit aufgelöst und das verläuft dann sehr schön. Also es ist ein schöner Effekt und es macht auch Spaß. Teste das gerne für dich. Hier hatte ich zu viel Wasser auf dem Bild und habe das mit dem Küchentuch entfernt. Thank you.
Hier ist das Ganze viel zu dunkel geworden, deswegen habe ich die überflüssige Farbe wieder entfernt. I'm ready und ich würde dich dazu einladen, mir ein Like hinterlassen oder du kannst das natürlich auch kommentieren, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir folgst und meinen Kanal abonnierst und auch gleich die Glocke aktivierst, damit du keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du hier bist.